Ist das nicht schön? Wir haben Rocket Racer besiegt, Lego Racers 2, dieses LP neigt sich dem Ende und es ist nur noch ein blödes Steinchen. Ein goldenes Steinchen in Dino Island. Ah, ja. Ja, ich will nach Dino Island und das dauert jetzt wieder ewig lange, bis wir dort sind. Uns wurde versprochen, dass wir ein Feuerwerk bekommen von Sparky, wenn er das alles, also wenn er die ganzen 35 Steine sieht, wofür auch immer er die brauchen soll. Ich meine, wir geben die ihm doch nicht, oder? Hm. Boah, das dauert mir schon lang. Ja, bla, das kennen wir alles. Das kennen wir alles, wunderbar. Leute, es ist nicht so, dass ich dieses LP loswerden will. Nein, es ist einfach so, dass ich es leid bin, diese ganzen Sequenzen zu sehen, die einfach viel zu lang sind und die eigentlich jedem Kind eigentlich auch schon die Lust am Spiel nehmen würden, wenn die Kinder nicht, sag ich mal, Ansprüche hätten. Ja, die müssen das ja alles Stück für Stück lesen, ne, und sowas alles, ne. Ja, Lego, ich meine, Lego Racers war bestimmt nicht dafür gedacht, dass irgendein 21-Jähriger das Spiel spielt, der gerade sein Abitur hinter sich hat. Und ja, damit der daraus ein LP machen kann und das dann alles so langsam ist und der das alles lesen muss. Ich wette mit euch, dass dieses goldene Steinchen an irgendeiner so blöden Stelle versteckt ist, an die ich dann irgendwie nicht mehr gedacht habe. Ach, Momente mal. Hehehehehe. Stimmt. Ja, ich muss ja jetzt gar nicht großartig suchen. Ich erinnere mich nämlich gerade, dass es mir gesagt wurde. Ich weiß sogar gerade nicht, ob das sogar schon in den Kommentaren stand. Aber der Xandosh LP hat es mir gesagt, mit dem ich auch zusammen Lego Insel 2 aufgenommen habe. Der hat gemeint, ich bin auch, als ich danach gesucht habe, bin ich so verdammt oft daran vorbeigefahren und ich habe es nicht gemerkt. Und er hat mich darauf hingewiesen, dass es, glaube ich, in Part irgendwas. Auf jeden Fall hier in Dino Island. Und dort seht ihr es. Wuhu! Ich bin so ein Idiot, dass ich das wirklich überhaupt nicht gefunden habe am Anfang, dass ich das überhaupt nicht gesehen habe. Und dass ich das wieder vergessen habe, obwohl ich mit Xandosh darüber geredet habe. Nur weil ich Lego Racers jetzt so eine lange Zeit nicht angepackt habe. Oh ja. Egal, jetzt haben wir 100%. Ach, ist das schön. Lego Racers. Dieses LP wird damit nun sein Ende finden. Begraben wir es. Ach nee. Die Fahrzeuge setzen sich sowieso alle wieder zusammen. Wie fandet ihr das LP? Ich fand's ganz lustig. Lego Racers, also der Baumodus. Ich muss sagen, der Baumodus, der war wirklich für den Arsch. Den fand ich bei 1 besser. Aber so spieltechnisch, dass er ist, ist er so, sag ich mal, Open World. Die World ist zwar nicht so riesig, aber man kann hier halt rumfahren, wie man lustig ist. Und ja, das ist eine schöne Sache, auch mit den Suchen und Finden, mit den kleinen Goodies, wie hier zum Beispiel den T-Rex, den Stegosaurus, ja, und den Triceratops, was das glaube ich war. Das ist alles eigentlich ganz süß gemacht, ganz lustig und hat alles in Lego-Manier. Ja. Meine Kritik zum Spiel wäre noch die Texte. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie verschnellern kann, also verschnellert einstellen kann. Ich glaube aber nicht. Und das ist, finde ich, auch ein großes Manko, weil zumindest für mich hat das Spiel den Spielspaß von dem Spiel selbst ein bisschen getrübt. Ich finde das einfach zu doof, wenn die Texte viel zu langsam sind. Weil ich meine, ich lese zwar nicht übelst schnell, aber ich lese auch nicht übelst langsam. Und die Geschwindigkeit ist nichts für mich. Sorry Leute, aber wenn ich da ein paar Sachen weggedrückt habe, die ihr da vielleicht lesen wolltet,
Ich entschuldige mich jetzt hier am Ende dieses LPs offiziell nochmal dafür. Eigentlich waren das auch nicht sonderlich Infos, die in irgendeiner Weise... Ein Vulkan! Die in irgendeiner Weise wirklich wichtig gewesen wären. Es waren halt minimal kleine Tipps. Und, immer ein Tipp, bevor ein Rennen anfängt, ich weiß ja nicht. So. Und dann muss ich ja jetzt nochmal zurück nach Sandy Bay fahren, um mir das Feuerwerk anzutun. Jo. Erforschung beendet. Und wir haben jetzt alles geschafft. Hey Kumpel, brauchst du Hilfe? Nee, brauche ich gar nicht. Lass mich in Ruhe. Ich vergesse das jedes Mal. Und ich vergesse das hier auch wieder, dass das auf der anderen Seite ist. Sandy Bay. Es geht zurück nach Hause. Und jetzt möchte ich ein richtig schönes Feuerwerk sehen. Ja, das möchte ich. Bitte. Und wo ist das Feuerwerk? Kein Feuerwerk. Doch, es gibt ein Feuerwerk. Yeah. Da, da, da. Gehen wir direkt mal auf den höchsten Berg und schauen uns das nochmal an. Ach ja. So. Nicht in das Minispiel reinfahren. Da, schaut euch das gigantische Feuerwerk an. Das Feuerwerk des Japan-Tag ist ja gar nichts dagegen. Und wo werden die abgeschossen? Oh, grandios. Von dort unten. Süß gemacht. Ich will das GPS ausschalten. Der Pfeil ist im Weg. Das ganze HUD ist im Weg. Egal. Naja, beim Feuerwerk habe ich gedacht, dass sie sich da zumindest etwas mehr Mühe geben. Dann hören wir uns das nochmal an. Wir haben das ja jetzt gesehen. Yeah! Wir haben den Raketenstart mitbekommen. Und hinhören. Nochmal. Bumm. Mach Bumm. Will hören. Ah. Da war was. Noch ein. Lass. Juhu. So. Was soll ich noch großartig sagen? Ich bin jetzt fertig hier mit Lego Racers. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Das war wie Lego Racers 1 ein recht kurzes LP. Aber immerhin, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ja, Kritik nehme ich gerne an. Dann schauen wir mal, was ich verbessern kann, was ich verschlechtern kann, was ich überhaupt machen kann. Ja, eine schöne kleine Zeit hier mit dem ganzen Lego-Zeug. Schöne Erinnerung, nun festgehalten. Jetzt fahren wir noch einmal episch ins Wasser. Ach, ist das schön. Abenteuer beenden. Speichern. Ne? Speichern ist wichtig. Spiel gespeichert. Vielen Dank. So. Baumenü. Nee, das Baumenü ist doof. Ja, ansonsten. Wie ihr seht, haben wir hier jetzt alles. Leicht schwer. Einzige Action-Modus. Das große Finale. Ja. So. Alles ist fertig, Leute.
Es war ein schönes Spiel, es war eine schöne Zeit. Aber dieses LP geht nun zu Ende. So, abschließende Worte gibt's nicht mehr, die habe ich bereits gesagt. Und dann werde ich mal schauen, wie ich mich mit Let's Play Need for Speed Underground schlagen werde. Wie Lego für die Großen sein wird. Ach, das wird bestimmt auch Spaß machen. Und ja, ich habe mich da auch mal wieder so ein bisschen reinversetzt ins Driften, ins Dragon, ins Rundenrennen fahren und das alles. Ach, es wird lustig werden. Ich hoffe, das wird euch ebenso viel Spaß machen. Und deshalb sage ich, tschüss Lego. Ich werde kein Lego-Spiel mehr spielen. Lego hat mich mit diesem Spiel so abgefuckt. Ja, eine Demo zum Schluss, das muss sein. Und daher sage ich, tschüss. Auf Nimmerwiedersehen, Lego Racers 2, dieses Let's Play ist für zu Ende erklärt. Und ein Schlussbild von Rocket Racer.